Wir sind wieder einmal in Norwegen unterwegs. Hinter mir seht ihr die nördlichste Universitätsstadt der Welt. Es ist Tromsø und nicht weit von hier, ungefähr nur 25 bis 30 Kilometer, liegt die kleine Insel Vengsøy. Dort geht es heute noch für uns hin und dort werden wir auch in den nächsten 8-9 Tagen für euch tolle Angelabenteuer erleben dürfen. Das zeigen wir euch alles in unserem neuen Video. Wir sind am Fähranleger angekommen und zwar in Bellvik. Das ist ungefähr 25 Kilometer von Tromsø Flughafen entfernt. Das ist also ein Katzensprung bis hierher. Und wir haben jetzt noch einen kleinen Moment Zeit, haben ungefähr eine Stunde noch, bis die Fähre jetzt hier ablegt, rüber nach Vengsøy rüber. Und ja, es plätschert ja hier so ein bisschen im Wasser. Und da habe ich mir gleich die leichte Spinnrute rausgeholt. Und was wir da eben gerade an den Haken bekommen haben, das zeige ich euch jetzt. So, wir sind jetzt heiß. Wir sind fast am Ziel, nach 3500 Kilometer. Okay, wir sind durch Schweden jetzt durch, aber jetzt sind wir trotzdem heiß aufs Meeresangeln. Jetzt haben wir endlich Salzwasser und jetzt geht's hier gleich los. Guck mal, was ich hier habe. Ich habe hier einen kleinen Meerforellenblinker, 24 Gramm. Den werde ich hier gleich mal in die Fluten hauen und dann gucken wir mal, was passiert. Wir brauchen, glaube ich, gar nicht so weit raus. 20 Meter raus. Wieder. Die hängt nicht. Doch, jetzt habe ich eine. Hängt, mal sehen. Oh, eine gute, eine richtig gute, Achim, eine richtig gute. Guck mal wie die in die Route geht. Da kommt's. Alter. Da unten. Guck mal da unten. So, noch kurz ankurbeln und dann mit Schwung über die Reling heben. Hm. Und da haben wir sie schon. Ui, ui, ui. Diese fetten Dinger an. Also so fetten Makrelen. Ja, ich habe hier eine leichte Spinnrute, ganz einfaches Modell, 2,25 Meter lang. Eine relativ kleine Spinnrolle, 20er geflochtene